Ja, hallo und willkommen zurück bei This War of Mine. Und wir befinden uns am 39. Tag und damit auch dem letzten Tag unserer, oder vorletzten Tag unserer Runde, denn jetzt begeben wir uns in die Nacht. Und in der Nacht werden wir jetzt gucken, ob wir noch einmal eine gute Tat vollbringen können. Aber wo ist die Frage? Ach guck mal, bei der Sniper Junction steht jetzt, dass es gar nicht mehr gefährlich ist. Oder stand das vorher auch schon? Vielleicht war das, was wir hier getan haben, ja schon das, aber um diesen, wir mussten erst dieses Event da mit dem Vater machen. Das kann natürlich sein. Also, wo gehen wir hin? Wir könnten nochmal ins Bordell und da nochmal gucken, was zu tun. Oder, ich glaube, ich mache das hier. Ich gehe jetzt in die Kirche und werde den letzten Typ nochmal erknallen. Beim Bordell weiß ich nicht, ob da jetzt, da werden auch Arschlöcher sein, aber da leben richtige Arschlöcher, so. Ist schade, dass man nicht zwei auf einmal auf Jagd schicken kann. Dann lassen wir Alex nochmal Wache halten und Philipp schlafen. Und ja, mal gucken, was der Typ sagt, wenn ich jetzt hier mega ausgerüstet ankomme. Mit allem, was das Herz begehrt. Und ihn hoffentlich aufhalten kann. Jetzt haben wir keine Lockpicks mehr, aber es wird ja wohl reichen. So, ab nach oben. Ab in die Kirche. Beziehungsweise ab ins, in die Wohnung vom Pfarrer, denke ich ja immer noch. Es kann natürlich sein, dass das, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, weil das jetzt schon ja einige Tage her ist, seit ich das letzte Mal in der Kirche war. Ich weiß nicht, ob ich den vierten Typen wirklich gesehen habe, oder ob ich nur die Bewegung gesehen habe. Es kann natürlich sein, dass das eine Maus wieder war, ne? Eine Ratte. Auf der anderen Seite, warum sollte dann hier noch Caution Advised stehen, wenn hier kein Typ mehr wäre? Oder? Was soll's? Wir schauen jetzt mal nach, was sich hier ergibt. Bewegung sehe ich jetzt noch nicht. Ich sehe gar keine Bewegung. Okay. Ich sehe, da ist was. Ist er das? Ist er das? Ja. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Und damit, fast schon poetisch, in der letzten Nacht des Spiels haben wir Jakob vollständig gerecht. Der hatte nichts dabei. Okay. Der Typ hatte anscheinend nicht mal, nicht mal eine Waffe. Klauen wir nochmal, was es zu klauen gibt. Alles klar. Und damit scheint ja das alles hier geschafft zu sein, würde ich sagen. Ich sammle trotzdem nochmal, schaue mich nochmal kurz um. Als kleine Erinnerung. Der Dachboden. Ja, sieht echt aus wie ein schönes kleines Gebäude, das es hier mal gab. Schade, ne? Echt schade. Ach, da kann ich mich sogar durchsägen. Komisch, welchen Grund sollte man haben, von hier oben sich da durchzusägen? Ist hier draußen irgendwas? Ne, das ist gar nichts. Oder kommt man nur so hier rein? Ne, hier war ich ja schon. Naja, schade. Dann, dann war's das wohl. Damit begeben wir uns aus dem Kirchengebäude heraus und lassen Jakob einfach ruhen. Ich hoffe, Jakob, du bist dankbar im Himmel für all das, was deine Freunde getan haben. Und Tag 40 bricht an. Ach, Moment mal, ist das Spiel doch noch nicht vorbei? Muss man irgendwie die 40. Nacht auch noch überstehen? Habe ich mich anscheinend vertan. Ja, das ist mal ein bisschen antiklimatisch. Gut, was soll's. Das heißt, wir können jetzt ruhig doch nochmal was zu essen machen. Oder ist das Spiel wohl vorbei, wenn ich auf End Day drücke? Zum Abschluss zaubert Jan nochmal was richtig Gehaltvolles. Das ist nicht toll. Richtig toll. Machen wir direkt nochmal einen Regenfilter da rein. Jan gönnt sich was zu essen.
geht jetzt schlafen. Alex gönnt sich auch vor dem Schlafen noch was zu essen. Alex guckt nach, ob man noch was kochen kann. Nein, wir haben kein Wasser. Alex geht auch schlafen. Boris holt sich Dosenfutter. Philipp macht nochmal neues Futter. Und Boris geht wieder seiner Routine nach, nämlich den täglichen Gitarrenspielen. Ob die wohl wirklich Gitarre lernen können im Laufe der Zeit? Finde ich witzig. Können wir mal ein bisschen Brennholz reinlegen. Wird es nochmal schön warm in der Wohnung. Gut, jetzt haben wir kein Brennholz mehr. Was soll's. So, Philipp, lass mal auch noch was essen. Und dann geht's den Leuten insgesamt wirklich super. Boris ist zwar traurig, aber allen anderen geht's eigentlich dann gut. Damit kann ich leben. Und zack. Oh, jemand ist noch an der Tür. Oh, Boris sei schon. You're new here, aren't you? Aha. There's an abandoned, the owner's flat is in, if you help me, what do you say? Ja, von mir aus geht Philipp dann nochmal mit. Ist ja im Prinzip vollkommen egal. Weil das Spiel eigentlich doch sowieso vorbei ist. Oder habe ich 45 Tage eingestellt? Bin ich gerade total bescheuert? Boris macht's wieder irgendwelche Vorwürfe? Hm. Naja, wir beenden den Tag und schauen mal nach. Nein, das war's. Der Krieg ist vorbei. Und wir haben überlebt tatsächlich. Jetzt sehen wir nochmal so einen kleinen Rück- und auch einen kleinen Ausblick, glaube ich. Schade, dass Jakob es nicht geschafft hat. A Sniper's Victim. Ja, unser Nachbar wurde von einem Sniper getroffen, aber Jakob hat ihm geholfen, in Sicherheit zu kommen. Mein Gott, Jakob. Wir haben ein hilfloses, älteres Ehepaar überfallen. Ja, das stimmt. Aber wir haben sie nicht umgebracht. Wir haben sie nur überfallen. Das muss ich dazu sagen. Wir haben unserer Nachbarin, unseren Nachbarn geholfen, die Fenster zu verschließen. Jakob hat mit dem verhungernden Mann sein Essen geteilt. Wir erinnern uns daran. Wir haben das Krankenhaus ausgeraubt. Alex hat alles gestohlen, was sie hatten. Das tut mir leid. Jakob ist gestorben an Tag 16. Ein trauriger Tag. Wir haben unseren Nachbarn geholfen, ihn gegen, oder ihr geholfen, sie gegen Banditen und Räuber zu verteidigen. Wir haben einem Mann geholfen, Medikamente für seinen Vater zu bekommen. Wir haben Leuten aus dem Gebäude geholfen. Also wir haben schon vielen Leuten geholfen, auch wenn wir auch einiges Böses getan haben. Das gebe ich wohl zu. Boris hat einen Banditen getötet, aber wir erinnern uns daran, das war vollkommen berechtigt. Mann, Mann, Mann. Wir haben dem Vater am Sniper Junction geholfen. Das war ja erst vor wenigen Folgen. Und wir haben die Ohrringe der Mutter angenommen. Wir haben das Mädchen vor diesem betrunkenen Soldaten gerettet im Supermarkt. Tja, und jetzt am 40. Tag Waffenstillstand. Wir haben also überlebt. Zu welchem Preis ist immer die Frage? Einer unserer Freunde musste sterben. Jetzt sehen wir nochmal, was hier los ist. Boris hat nach dem Krieg versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Hat es aber meistens nicht geschafft. Die Erinnerungen an seinen Sohn und auch an seine Freundin verfolgen ihn bis heute. Alex, als der Krieg geendet hat, ist er nach Hause zurückgekehrt. Er hat aber nichts, ja, Alex war ja Fotograf, aber er hat nichts vom Schicksal dieses jungen Models noch gehört, dass er ja in Pogoren getroffen hat. Obwohl er sogar versucht hat, sie zu kontaktieren. Lebt sie wohl noch? Hat sie all diese Monstrositäten überlebt? Will sie sich überhaupt an ihn erinnern? Alex hat immer noch keine Antworten. Oh mein armer Alex. Bei Jan ist es so, nachdem der Waffenstillstand vereinbart war oder die Belagerung zu Ende war, ist er nach Hause zurückgekehrt. Aber die Erinnerung an all das, was geschehen ist, hat ihn für immer verändert. Und obwohl Philipp und seine Familie beide den Krieg überlebt haben, war nicht alles gut. Dadurch, dass die Eltern im Keller leben mussten, haben sie eine schwere Lungenkrankheit bekommen. Und das meiste ihres Rentengeldes ist dafür draufgegangen, die Medizin zu besorgen.
Und Philipp musste sich eben um sie kümmern, die restliche Zeit. Ja. Und Jakob hat es nicht geschafft. Und es steht auch, war sein Opfer umsonst? Nein. Jakob, das muss ich nochmal ganz klar sagen, dein Opfer war nicht umsonst. Und hätte ich mich nicht verklickt und so dumm verhalten, wäre das alles auch nicht passiert. Es tut mir sehr leid. Ja, das war's mit This War of Mine. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was natürlich vielleicht nicht ganz so klug war, ich habe ja zum ersten Mal meine eigene Geschichte geschrieben. Ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen spannender ist, weil man so viele verschiedene Gegenden hat, die man ja da auswählen kann. Ich habe ja alle ausgewählt für diese Münster-Map. Aber das Dumme ist, dass ich dadurch einfach so viel Supply finden konnte in den sicheren Gebieten, weil ich so viele sichere auch hatte, dass das Spiel oder die Runde tatsächlich etwas zu einfach war. Ihr habt es ja gesehen, ich bin eigentlich nie Gefahr gelaufen zu verhungern oder sowas. Das ist mir zwar auch nicht in meiner allerersten Runde passiert, muss ich sagen. Also da war mal welche auf Starving, aber es war kein Problem, sie am Leben zu halten. Aber es wäre nochmal eine ganze Ecke enger geworden. So war es aber doch auch ganz interessant, weil ich mal ein ganzes Haus ausbauen konnte und auch viele Sachen ausprobieren konnte. Und ja gut, letzten Endes hat Leila Jakob nicht überlebt, bin ich selber schuld, es tut mir leid. Trotzdem war es eine ganz angenehme Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Auch wenn es zum Ende erst etwas actionreicher geworden ist, aber wenn ihr This War of Mine Walkthroughs oder Let's Plays guckt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht viel Action erwarten, sondern eher schauen, wie sich so die Leute da schlagen. Und ich denke, unser Team aus der Remastered Crew hat sich da ganz gut geschlagen. Vielen Dank fürs Zugucken. Und vielleicht sieht man sich ja bei einer anderen Let's Play-Runde mal wieder. Wir haben ja noch so einiges für euch im Petto. Also schaut mal in die Related Links. Bis dahin, alles Gute. Vergesst nicht, Like, Comment und Subscribe. Ciao.